Eine Frau liegt schwer verletzt auf dem Bürgersteig. Die Rettungskräfte müssen sich beeilen. Es geht um Leben und Tod. Doch plötzlich wieder ein Angriff. Panisch rennen die Retter in ein Haus und warten, bis der Beschuss vorbei ist. Die nordöstliche Stadt Charkiw ist seit Beginn der russischen Invasion schwer umkämpft. Täglich trauern die Überlebenden um ihre Toten. Sergej hat gerade seine Tochter verloren. Hier liegt meine Tochter. Ich habe einen Anruf bekommen und mir wurde gesagt, dass meine Tochter getötet wurde. Weite Teile der Stadt sind zerstört, auch diese Wohnhaussiedlung. Die, die sich retten konnten, kehren zurück zu dem Ort, der einmal ihr Zuhause war, und schauen, was übrig geblieben ist. Sie trafen den 9. Stock, siehst du? Der Boden wurde komplett zerstört. Man kann sehen, dass die Granate alles zerschmettert hat. In den Wohnungen finden die Anwohner meist nichts als Trümmer und Scherben. Nur ganz selten bleiben Erinnerungsstücke wie dieses Bild unbeschadet. Die junge Carolina hat zusammen mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester rechtzeitig Unterschlupf in diesem Flur gefunden. Sie kann kaum fassen, wie viel Glück sie hatte. Es gab eine Explosion. Ich versuchte zu rennen, aber der Einschlag war so nah. Überall flogen Teile, es krachte. Eine Frau, Gott segne sie, hat mich mit ihrem Körper geschützt. Es ist okay, weine nicht. Weine nicht, meine Kleine, es ist vorbei. Weniger Glück hatte Vadim. Er ist bei einem Angriff verletzt worden und braucht dringend medizinische Hilfe. Streubomben sind laut in der Luft explodiert, 80 bis 100 Meter über unseren Köpfen. Wir sind einfach gefallen. Sein Freund Sergej hilft dabei, ihn in den Krankentransporter zu verlagern. Rettungskräfte bringen Vadim in ein Krankenhaus. Was hat er den Russen getan? Was ist mit Kindern, die hier verletzt wurden? Mit den Frauen? Mit meinem Freund, der getötet wurde? Mit wem sollen wir Frieden schließen? Mit diesen Monstern? Auch in dieser U-Bahn-Station suchen viele Menschen Unterschlupf. In Charkiw gibt es 3 Linien. Fast jede Station wird genutzt. Einige kommen nur für die Nacht. Dann sind die Angriffe meistens besonders heftig. Andere leben hier unter der Erde bereits seit Kriegsbeginn. Mein Enkel brachte mich hierhin. Ich weine, weil ich nicht nach Hause gehen kann, um zu duschen und meine Kleidung zu waschen. Ich bin 70 Jahre alt und es ist nicht lustig, so zu leben. Es ist schwierig, mich in der U-Bahn um mein Kind zu kümmern. Es gibt keine frische Luft, keine Dusche. Ich habe Angst, nach draußen zu gehen. Ich bin froh, dass mein Sohn zu klein ist, um das zu verstehen. Er hat einfach Freude daran, von vielen Menschen umgeben zu sein. Wochen, monatelang im Keller oder im U-Bahnhof. Und doch gibt es einige Bewohner, die trotzig ihr Leben weiterleben wollen. Auf diesem Platz pflanzen sie Blumen, als gäbe es keinen Krieg.